Herzlich willkommen, meine Freunde, zum ersten Dota 2 Guide auf diesem Kanal und wir beschäftigen uns in den nächsten Minuten mal mit Sand King und dessen Fähigkeiten. Die erste Fähigkeit ist der Burrow Strike. Dabei gräbt sich Sand King unter dem Boden zu seinem Gegner und spießt alles, was sich darüber befindet, auf. Stunt die dann auch noch, was insgesamt 2,17 Sekunden dauert, ist also nicht gerade so eine Riesenzeit, reicht aber, um in den Kampf zu springen und das zum Beispiel mit der Ulti zu kombinieren. Reicht aber auch, um sich aus dem Gefahrengebiet rauszugraben und wegzulaufen. Fähigkeit Nummer 2 von Sand King ist Sandstorm, bei dem der Charakter vor gegnerischen Einheiten quasi unsichtbar ist. Das heißt nur, dass er nicht mehr ins Target genommen werden kann. Allerdings treffen Flächenschäden, wie hier noch von Tiny, den Charakter trotzdem. Der Wirbelsturm an sich macht relativ wenig Schaden. Der macht 20 in der niedrigsten und 80 in der höchsten Stufe Schaden. Also es ist nicht sonderlich viel. Das Interessante ist natürlich noch, dass Sand King in der höchsten Stufe 1,5 Sekunden unsichtbar ist, wenn er wegläuft. Am Anfang sind das nur 0,3 Sekunden. Das lohnt sich nicht wirklich. Auch cool ist, wenn man zusammen mit einem Putt spielt. Das seht ihr hier. Kann man ihn mit dem Haken rausziehen und der Sandsturm bleibt trotzdem bestehen. Heißt, wenn der Gegner nicht mitbekommen hat, dass Patschin rausgezogen hat, werden die denken, dass Sand King immer noch im Sturm drin steht, was dann nicht der Fall ist und dann kann man einfach weglaufen. Fähigkeit Nummer 3, Caustic Final, ist die Passive von Sand King. Dabei injiziert Sand King, wie es heißt, ein Gift in die Gegner und immer wenn er einen Gegner tötet, geht ein gewisser Schaden auf die Gegner in der Umgebung über. Am Anfang sind das noch 90 Damage, am Ende sind sogar 220. Wenn man bedenkt, dass ein normaler Creep 560 HP hat, ist es eigentlich sehr, sehr praktisch, um später einfach mal kleine Gruppen an Gegnern mit ein paar Schlägen zu töten und das ganze Geld zu sammeln. Die Ulti von Sand King ist das Epicenter. Hierbei schlägt er auf den Boden, was ungefähr eine Vorbereitungszeit von 2 Sekunden dauert und lässt Wellen entstehen, die dem Gegner 110 Damage pro Welle machen. Am Anfang sind das noch 6 Stück. Am Ende sind es 10 und über das Zepter lässt es sich sogar auf 12 Wellen erhöhen. Alle Gegner, die drinstehen, kriegen Schaden und werden um 30% verlangsamt. Und die Abklingszeit lässt sich auch per Zepter auf 80 Sekunden senken. Damit kommen wir auch schon mit zu einem der wichtigsten Items für den Sand King, den Blink Dagger. Am Anfang kann man natürlich, wie ihr hier seht, seine Ulti kanalisieren lassen und danach direkt in den Kampf springen, was natürlich bei vorgeschädigten Gegnern das Beste ist. Ist der Cast für das Epicenter auch einmal durch, kann der nicht mehr abgebrochen werden. Das heißt, die Chronosphäre von Faceless zum Beispiel hält das Ganze nicht mehr auf. Ich hoffe, ich konnte Sand King euch ein wenig näher bringen. Vergesst das Kommentieren und Bewerten nicht. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao.